Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatutu, beim Clan True Warriors. Ja, ihr seht, ich habe den Client heute mal auf Deutsch geladen, denn hier steht mal voll, normalerweise spiele ich den immer auf Englisch. Das hat heute aber auch mal einen ganz besonderen Grund, denn ich will euch mal wieder die Unterschiede zeigen. Deutscher Client, englischer Client. Ihr wisst, im Moment haben wir hier drei Registerkarten oben im deutschen Client. Das heißt, wir haben News, wir haben Ereignisse und wir haben mehr mit den ganzen Social Media Geschichten, wo man reinklicken kann. Und in den News, als letzte News hier in den deutschen News, folge dem Bauarbeiter auf Instagram. Also wenn man hier jetzt auf Los geht, dann kommt man auf den Instagram-Account des Bauarbeiters und kann ihn dann folgen. Ich habe das übrigens schon gemacht. Also ist sehr, sehr interessant, da man sieht da schöne Bilder etc. Und es gibt auch Ereignisse. Das letzte Ereignis, das kennt ihr aus meiner Folge von gestern. Eine Riesenüberraschung. Der Bauarbeiter hat sich nicht gemeldet, bla und blub. Also der Riese verteidigt die. Ich habe es mittlerweile auch mitbekommen. Und habe es auch schon mal gesehen, wie er verteidigt. Also ist jetzt nicht so die Mega-Verteidigung, aber er tut es. Und ich weiß nämlich, wo der Bauarbeiter ist. Also wer es noch nicht rausgekriegt hat, ich weiß es jetzt. Und zwar ganz einfach, wir schalten hier einmal von Deutsch auf Englisch um. Und das Spiel lädt dann einmal neu. Klar, ne, er lädt jetzt einen neuen Sprachsatz. Und dann gucken wir uns mal die englischen News an. Denn in den englischen News erfährt man plötzlich ganz, ganz anderes. Man hat oben nur zwei Registerkarten, ihr seht das hier. Week 2, it's Giant Turn, also der Giant mit dem kleinen Hammer sieht ja auch cool aus. Aber oben, follow the Builder on Instagram. Aber hier, der Packer mit dem Fragezeichen. Der Builder ist nämlich in New York City. Also wenn man hier jetzt drauf geht, dann öffnet sich ein Webbrowser und man ist beim Clash of Clans englischen Vlog. Ich glaube, den kann man auch noch nicht umstellen. Ich gucke mal gerade. Nein, den kann man noch nicht umstellen. Wenn man hier auf EN klickt, dann ist das nicht unstellbar, also auf Deutsch oder sonst was. Und ihr seht das hier. The Builder ist Building in Brooklyn. In Brooklyn nämlich. Und zwar, ich finde es wirklich, wirklich gut. Also Supercell, die lassen sich ja immer wieder was einfallen. Ne? Hat hier mitten in Brooklyn einen Tesla gebaut. Das finde ich ein Oberhammer, echt. Also, ich habe hier wirklich gelegen und habe gedacht, Alter, die lassen sich richtig was einfallen. Und jetzt kommt sowieso der Hammer. Der Packer aus Holz hier mit so einem Taxi-Chassis als Bauch, als New York City-Taxi. Also, das könnt ihr buchen. Und das Coole, damit ihr auch gleich wisst, wo das Ganze ist, also wer jetzt kurzfristig sich auf die Reise machen will, unten ist dann auch eine Google Maps-Karte mit dabei. Und da sieht man den genauen Standort und kann da direkt hinreisen. Also, steigt in euer Auto, packt eure Navis aus und auf geht's nach Brooklyn. Also, damit wäre das schon mal geklärt. Aber was ich eigentlich machen will, ich will ein bisschen weitermachen in der Bauarbeiterbase und weiß eigentlich gar nicht, was ich da so genau machen will. Denn ich bin jetzt so ein bisschen im Zwiespalt, habe eigentlich 1,3 Millionen Elex hier gesammelt und hatte eigentlich im Livestream ja gesagt, ja, die sammle ich jetzt noch, nämlich für die Sneaky Archers, also für diese Bogenschützin. Aber ich habe mir jetzt überlegt, na, vielleicht machst du doch erst die Kampfmaschine. Habe jetzt aber auch schon richtig Gold reingefarbt und muss noch den Tesla hier machen. Und was schlägt er mir hier vor? Den Clock Tower. Okay, den Clock Tower kann ich am Ende machen. Also würde ich jetzt den Tesla bevorzugen. Aber der Tesla läuft jetzt einen Tag und auch die Battle Machine würde jetzt einen Tag laufen. Ich glaube, ich mache die erstmal auf 5. Ihr seht es unten, wir haben etwas zum Attacken frei und wir gehen einfach mal rein. Ich zeige euch gleich auch mal einen wirklich knappen Angriff. Das kennt ihr sicherlich auch, wie knapp das hier manchmal sein kann. 49% meistens, 59% mit einem Stern. Und ich gucke hier nach wie vor mit meiner bevorzugten Armee auch mir mal wieder die Ecken an. Warum ich das mache, das werdet ihr gleich sehen. Denn das habe ich auch schon mal gern übersehen. Also diese Base, die mache ich eigentlich immer ganz gerne mit meiner Lufttruppe hier. Ich setze hier mal zwei Lakaien, da zwei und lasse hier schon mal einen Drachen direkt von Front reinfliegen. Da ziehe ich jetzt allerdings auch noch zwei, drei Lakis hinter und auch ruhig wieder einen Drachen. Und hier ziehe ich jetzt die Kampfmaschine hin, ganz bewusst. Und jetzt spamme ich mal wieder meine Drachen plus Lakaien, dass die hier alle schön, ich sag mal, gerade durch die Mitte erstmal gehen. Jetzt haben wir schon den ersten Stern, haben das Rathaus. Also die Base hier ist jetzt auch nicht so super stark.
finde ich vom Design her, ist sie, ihr seht das selber, welche Masse an Lakaien hier jetzt noch lebt. Und die Luftabwehren können natürlich immer nur ein Ziel nehmen. Also egal ob ein Lakai oder einen großen Drachen. Gut, jetzt sind natürlich meine Lakaien hier gefundenes Fressen für die Luftbombe hier. Mal gucken, ob wir die nicht noch schaffen. Aber ich glaube mal, die schaffen wir heute. Na, die schaffen wir diesmal nicht. Und die brauchen jetzt einfach zu lange, um da noch hinzukommen. Ist aber nicht so schlimm. Das sind hier schon mal richtig Prozente jetzt gewesen. Und mal sehen, ob der Gegner das kompensieren kann. Kriegen wir die? Ah, schade. Die La kriegen wir nicht mehr. La, Luftabwehr. Okay, aber er ist noch am Attacken. Also haben wir ja noch unsere Chancen hier gewahrt. Und haben auch gewonnen. Super Sache. Und wie knapp das hier manchmal werden kann, das zeige ich euch einmal in den Wiederholungen hier. Denn auch ich vergesse immer gerne mal was. Aber das können wir einmal hier checken. Also auch hier greife ich mit meiner Lufttruppe an, komme auch von oben und setze direkt die Kampfmaschine, um wenigstens den einen Bogenschützenturm auf mich zu ziehen. Das klappt auch ganz gut, um natürlich auch die Gebäude da wegzumachen, damit die Drachen so ein bisschen Richtung Mitte fliegen hier. Also quasi in der Base bleiben. Das gelingt mir auch noch ganz gut. Das ist jetzt ausnahmsweise sogar ja mal ein Fünfer gewesen. Hurra! Weil man ja hier doch vermehrt auf Sechser trifft. Aber jetzt guckt euch das an, die Luftbombe wieder. Ja, das ist dann immer das Problem am Ende. Wenn noch genug Einheiten leben, dann packen die Luftbombe vielleicht noch. Aber jetzt müssen natürlich die dicken Drachen hier, also die Babydrachen, müssen jetzt blocken. Die müssen jetzt blocken, sonst schaffen meine Lakis das nicht. Und jetzt habe ich Glück, dass der noch in die Mitte fliegt und die ganze Zeit die Tonne jetzt blockt. Und die Lakis dahinter natürlich auch drauf feuern. Und super gemacht. Also das war mein letztes Hindernis. Aber zu Anfang habe ich natürlich bemerkt, dass hier hinten noch die Platte von der Battle Machine liegt. Also ich habe vergessen, die als erstes mal mit wegzumachen. Denn es kann ja auch mal ein prozentuales Problem hier geben. Und dann denkst du, hier hinten sind die letzten Prozente, hast du vergessen. Mist. Wir lassen eben mal den Kampf hier auslaufen. Also drei Lakaien hier reißen das Feld hier. Ich mag die Armee mittlerweile immer mehr. Und wir warten jetzt mal ab, bis meine Truppen wieder fertig sind und machen dann natürlich weitere Angriffe. Okay, die Armee ist ready und jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt bin ich hier, auch jetzt bin ich schon wieder in so einer Zwickmühle. Das kennt ihr bestimmt auch. Ja, hier oben im Lager gehen nur 1,5 Millionen rein. Und ich habe jetzt schon 1,46 und kriege als Bonus hier, wenn ich wieder gewinnen sollte. Das ist ja noch nicht raus. 95.000, also ein bisschen Überschuss. Und ich möchte aber gerne noch mal einmal mit meiner Kampfmaschine angreifen. Wie macht ihr das denn eigentlich? Das könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wenn eure Kampfmaschine jetzt in Ausbildung ist, beziehungsweise wenn sie upgradet. Macht ihr dann einfach weiter mit den verbleibenden Truppen, die ihr so habt? Oder sagt ihr lieber, komm, ich mache erstmal einen Tag jetzt nichts, weil die braucht ja jetzt demnächst immer ein bisschen länger. Also irgendwann auf BH6. Oh, das ist noch ein Fünfer hier. Das ist cool. Oh, wie kann man denn hier vorgehen? Ich glaube, hier können wir auch wieder von vorne vorgehen. Müssen wir mal gucken. Die Lars stehen ziemlich weit hinten. Und dann gehe ich wie immer so ein bisschen mit meinen Lakis erstmal vor hier. Und setze hier jetzt von hier mal direkt einen Drachen. Wir ziehen hier einen rein und hier einen rein. Und die Battle Machine, die schicken wir hier direkt mit rein. Komm, da lassen wir uns mal nicht lumpen. Ein paar Lakis dahinter. Drachen dahinter, einen noch von hier. Noch die Lakis und die beiden noch von da. Mal gucken, ob wir da was erreichen. Schön wäre natürlich, wenn der Crusher jetzt weggeht. Aber ich glaube, der geht sowieso nicht runter. Ich weiß gar nicht, der war vielleicht in Ausbildung. Das habe ich jetzt eben nicht gesehen. Trotzdem ist die Kampfmaschine down. Uah, Mist, das wären ziemlich wenig Prozente. Also große Base hier. Aber von hinten kommst du da gar nicht ran. Denn da hast du sofort die Luftmine am Hals. Und das sind mal wenig Prozente hier. Die stehen wirklich gut. Coole Base. Ich bin ja auch noch im Moment am Base Design suchen, also das war hier mal nix, glaube ich mal so. Ich denke mal, da holt der Gegner mehr. Ja, 75%, okay. Also ist noch alles offen hier und ach komm, wir stoßen die an. Wir stoßen die einfach an. Wir graden die jetzt einmal ab hier in einem Tag. Ja, das machen wir auch. Wir machen das Ding leer und mit den nächsten Angriffen machen wir dann ja sowieso unser Gold noch ein bisschen weiter voll, so dass wir da auch schon mal einen kleinen Überschuss haben zum Tesla hin und zum Clock Tower. Ja, dann machen wir doch einfach hier weiter in der Hauptbasis. Suchen hier mal einen schönen Gegner oder einen schönen Elver. Ja, im Moment bin ich ja nach wie vor, ich kann nicht suchen. Ich muss eben erst umbauen. Ich muss umbauen. Bis gleich.
Jo, da ist unser Gegner. Ich habe es mal ein bisschen übersprungen und um hier so ein bisschen Zeit zu toppen. Hier ist unser Gegner. Ihr seht das alles schön leer hier. Tesla leer, Tesla. Infernus leer, Adler Dev leer. Das ist unser Gegner. Ich habe jetzt zwar nicht die tollste Armee dabei, aber ich muss ja auch so ein bisschen so hier und da ein bisschen was üben. Und deswegen würde ich sagen, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Was habe ich denn hier noch? Okay, in der Clanburg habe ich das. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen hier mal eine reine Bowler-Kombi, hätte ich jetzt fast gesagt. Machen jetzt, oh nee, scheiße da. Oh, jetzt habe ich nicht dran gedacht. Nein, da ist der Riese drin. Fuck. Ah, haben wir gepackt. Okay. Kurz mal hier gefunnelt. Und ich glaube, wir haben jetzt 4 Heiler nur dabei. Das macht aber nichts. Dann machen wir das mal wie folgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Und auch an der Seite 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. So. So können wir schon mal vorgehen, denke ich mal. So können wir hier unseren Funnel bilden. Und ziehen jetzt mal unsere Clanburg hier rein. Da sind nämlich auch noch mal 6 Bowler drin. Helden jetzt hier mal hinterhergesetzt. Und die Mauerbrecher. Okay, dann soll das hier jetzt auch, denke ich mal, na, geht's hier rein? Jawohl, es geht hier rein. Dann können wir hier mit unseren Truppen weiter funneln. Ich denke mal, ich kann meine Valkyren, also meine Base hier, beziehungsweise meine ganze Truppe, die ist auch so ein bisschen ausgelegt, natürlich auf Ringbases, weil ich die ein bisschen üben muss. Und deswegen habe ich immer Valkyren dabei, aber in dieser Base hier, ich denke mal, da kann ich die einfach mal so reinschicken hier. Und sieht gut aus. Das ist doch mal ein netter Lot hier nochmal für mich in so einer Folge. Gibt es ja auch eher wenig, dass ich mal ein bisschen fahre, aber ich mache es natürlich mal. Und mal gucken, ob wir den hier nicht ganz durchrocken können. Denn das wäre mal ein netter Fang hier. So will ich das mal besagen. Ah, die Valkyren rennen hier noch gut durch, okay. Das mit den Heilern und den Bowlern habe ich mir heute übrigens in einer Folge angeschaut hier auf YouTube. Da gab es ein Tutorial. Und dem habe ich einfach mal ein bisschen gefolgt. Gut, das ist natürlich jetzt nicht die Hammerbase hier. Keine Frage. Das sehen wir hier. Und ich verbrauche sogar jetzt nochmal meinen Freeze an der Stelle. Muss ich das noch machen? Ja. Wir nehmen hier mal den Tesla und den Bogenschützenturm. Und lassen mal hier den King so ein bisschen fixer werden. Queen und Bowler ist auch noch dabei. Ja, kein Thema. Der Tesla ist weg. Ja. Ich meine, ist ein gefundenes Fressen hier für mich. Sind nette 7 Fokale und natürlich auch mal wieder ein bisschen mehr Lot. Zu Max Mauern, das heißt also zu der maximalen Anzahl an Mauern hier. Und ihr seht das, na, brauche ich gar keinen anderen Fremdlot einbauen hier. Toto macht den Lot hier selber, also wirklich krasses Ding. Schönes Teil, also richtig tolle Ressourcen. Und auch noch den Sternebonus da reingekriegt, ja, super. Kann ich gleich nachbauen. Ich bin ja ein bisschen im Moment am Truppen komisch trainieren, das heißt also, hier fehlen mir natürlich jetzt die Mauerbrecher. Die haue ich gleich raus, wenn ich den Golem endlich verspenden kann. Kein Mensch will hier einen Golem haben. Naja, ist nicht so schlimm. Das kriegen wir schon hin. Mal sehen, wir können jetzt nämlich auch nicht Quick Train. Ah doch, wir können Quick Train. Okay, ich übe hier im Moment ein bisschen mal Miner, mal Bowler, also hin und her. Und sieht aber ganz gut aus hier aktuell. 2,8 schon wieder oben drin. Die 4,6 lasse ich erstmal. Ich könnte jetzt ein Mäuerchen machen. Aber ich habe heute schon eine gemacht. Also es sind noch 63, glaube ich. Gucken wir einfach mal nach. Sind es 63 Mauern bei mir noch? Ja, 63 Mauern muss ich noch machen. Also auch da hat es irgendwann mal ein Ende. Ich habe aber heute geguckt, meine Forschung war auch noch so lange. Und ich würde sagen, wir machen trotzdem mal jetzt hier einen Angriff in diesem Dorf hier ohne Kampfmaschine. Also wie nochmal, also nochmal der Aufruf. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Lasst ihr das Kämpfen dann ganz sein. Denn die Sterne laufen euch ja nicht weg, beziehungsweise der Bonus läuft euch ja nicht weg. Der läuft ja dann so ein bisschen hinterher. Aber hier kann ich jetzt natürlich nicht wirklich viel machen. Ist das ein Sechser hier? 1, 2 Bogenschützentürme, aber 2 Crusher. Also er ist schon Sechser, aber noch gerade so auf dem Weg. Ich nehme mal an, hier unten baut er. Ah, da baut er eine Falle. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen den mal so hier hin. Oh, da hat er doch schon Brutzler. Ah, Mist, er hat den Brutzler hier. Das ist doof. Da müssen wir hier mal ein bisschen hart jetzt reinkontern. Oh, wieso hat denn der Drache den Bogenschützenturm hier nicht mal geschafft? So, hier ziehen wir mal nach und ziehen hier nochmal nach und den letzten Drachen da. Dann geht es jetzt Richtung Mitte. Mal gucken, ob wir da was erreichen. So, der Brutzler, der muss jetzt aber langsam Geschichte sein. Ist er auch. Okay, jetzt habe ich hier eine ganze Masse an Drachen in der Mitte und habe nur noch Luftdef. Aber jetzt kommt schon die Falle. Scheiße. Oh, die Falle kommt schon. Die steht auch so nah am Rathaus. Die kommt natürlich egal mit was für ein Luft. Ah, aber Lufttruppen, du kommst aber geschafft hier. Und mal sehen, ob wir jetzt den 2-Sterner noch mitnehmen.
Nee, das ist ein Einständer. Okay. Ach, ärgerlich, aber egal. Gucken wir mal, was mein Gegner macht. Ja, 62% mit Einständen, also auch nicht viel, viel mehr. Ich denke mal, ich mache hier einfach weiter. Ihr seht das pokalmäßig hier. Ist das sowieso jenseits von Gut und Böse. Dann schmeißen wir jetzt mal den Clock Tower an. Und ich nehme heute noch ein bisschen was auf. Also ihr seht noch wirklich coole Sachen von mir am Wochenende. Also bleibt dran, es gibt CK ohne Ende. Ich habe nochmal bei den Newbies aufgenommen hier mit dem Avatar-Account. Und auch bei dem Two Warriors 2, also auch wieder ein paar niedrige Kämpfe hier bei mir. Wenn es wieder heißt, der Toto